hier am Bahnhof Bern. Jetzt geht es mit dem Zug nach Basel. Und dann beginnt meine Reisetour. Heute geht es von Basel über das Ruhrgebiet nach Neuenburgersee, genau genommen auch nach Westerwelle-Lülach. Dort werde ich übernachten im Zelt. Und dann geht es weiter, wieder zurück. Meine Tour beginnt nun hier in Basel. Der Weg führt über das Ruhrgebirge bis in den Neuenburger See, das war der Lülach. Dort werde ich übernachten und dann geht es dann morgen weiter. Ich bin jetzt in der ersten Steigung drin, die wirklich mehr Neigungsprozente aufweist. Die steilsten Stücke sind bereits hinter mir. Bis zu 16% hat mir es angezeigt. Die Steigung dauert zwar noch 2 Kilometer, aber es sieht jetzt nicht mehr ganz so steil aus wie das Stück, das ich bereits hinter mir habe. Ich bin jetzt knapp 2 Stunden unterwegs. Ein wichtiger Meilenstein liegt hinter mir. Keine 100 Kilometer mehr. Also schon ein rechtes Stück zurückgelegt. Steigung drin. Das ist eine Steigung, die sich sehr lange zieht. Gesamthaft zeigt mir Komoot über 5 Kilometer an. Eigentlich gar nicht so viele Höhenmeter, etwas über 300. Aber es hat steile Abschnitte. Ich musste schon einiges laufen. Jetzt geht es wieder besser. Mal schauen, wie das weitergeht. Übrigens, am Straßenrand liegt Schnee, vielleicht sieht man es nicht viel, aber ein bisschen. Wir sind hier auf 750 Meter über Meer, auch nicht so hoch. Die Stelle hinter mir habe ich bereits durchquert oder unterschritten. Hatte Glück, dass man zu Fuß wenigstens noch durchkommt. Sonst hätte ich dann wieder einen anderen Weg suchen müssen. Ich bin jetzt in der letzten Steigung, die Garmin noch ankündigt. Ist dann eigentlich auch der höchste Punkt heute. Wird dann noch einige Höhenmeter geben, aber nicht mehr viele. Jetzt geht es ungefähr noch 1,5 Kilometer bis oben. Dann habe ich die schlimmsten Steigungen hinter mir. Es hat jetzt recht stark geregnet. Alles Regenzeug
angezogen, die Regenhose etwas spät und die Schuhüberzüge. Aber ich denke, jetzt eben noch was. Allerdings, im Moment ist es wieder praktisch kein Regen. Aber vielleicht ändert sich das nochmals. Das Zelt ist bereits aufgestellt, wie ihr seht. Noch mehr. Und das sieht man auch. Ich hatte noch Glück, eigentlich hat der Zeltplatz nur bis 18 Uhr die Rezeption offen. Ich konnte aber dann um 6:30 oder sogar etwas später doch noch einchecken. Ja, ich werde jetzt noch zu Abend essen und ich denke dann, dass dieser Laden nicht mehr allzu lange dauern wird. Guten Morgen. Ich habe teilweise schon gepackt. Bin jetzt noch am Frühstücken. Konnte Brötchen bestellen. Kaffee gab es dort auch. Ich werde jetzt dann das Zelt noch zusammenpacken. Und dann geht's los auf die zweite Etappe. Mal schauen, ob ich die volle Etappe mache. Das wäre von hier Estavayer-le Lac nach Biel, Solothurn und dann zurück nach Bern. Bin allerdings gestern auch sehr anstrengend. Viele Höhenmeter, über 2140 Kilometer. Das war etwas länger als geplant, weiß nicht. Ich musste zum Teil Umwege nehmen, weil es wirklich Single Trails genommen habe, die ich nicht mehr fahren konnte. Aber ja, konnte mich doch erholen und hoffe doch, dass ich heute doch noch einen großen Teil der geplanten Route oder Etappe absolvieren kann. Und ja, jetzt, sobald ich zusammengepackt habe, geht dann los. Ich bin nun unterwegs. Noch wenige Meter. Ab dem Start ist etwas kühl, vor allem neblig. Ich hoffe, es wird dann noch ein bisschen schöner. Aber im Moment fühle ich mich gut und hoffe, dass ich diese Tour gut absolvieren kann. Straight off the humble, I don't tweet. Family around me don't say a peep. Got what you need, so what you need. I'm in the earth, plant my seeds, and I watch them grow till I say my peace. Know you're feeling it, I got you feeling it, bosses. Tell me, do you believe in those monsters? I'm talking dreams so big that they are harsh, or they are common. That's how you know if you gotta go and get it, get to win and not conquer. I had to go out and get it without a sponsor. Kept it real, never.
Solothurn liegen hinter mir. Habe also die effektiv geplante Etappe absolviert. Diese sind jetzt 95 Kilometer, 20 liegen noch vor mir. Also nicht mehr allzu viel. Und dann ist diese Etappe und diese der Tour fertig. Ist heute eigentlich besser gegangen, als ich mir zu Anfangs gedacht habe. War gestern Abend doch sehr müde, habe die Beine gespürt, aber heute Morgen, erstaunlicherweise kaum bin ich losgefahren, ging das recht gut und das ist jetzt so geblieben. Hoffe mal, für die letzten Kilometer ändert sich's nicht mehr. Heute so circa 115 Kilometer, gestern 140, heute etwa 600 Höhenmeter, gestern 2200. Gestern war sehr anstrengend, das Gelände war wirklich Gravel, sehr oft, aber es hat auch Kraft gekostet. Hat dann noch begonnen zu regnen. Heute war es trocken, bis auch jetzt auf die letzten 2 Kilometer. Jetzt regnet es noch ein bisschen. Wahrscheinlich noch, um mich ein bisschen zu verabschieden. Gestern war ich wirklich zweimal davor abzubrechen. Hatte nicht das Gefühl, dass ich das packe, aber habe mich doch entschieden, die Etappe fertig zu machen. Ich war noch nicht sicher, was ich heute mache, aber es ging effektiv viel besser, als ich dachte. Ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. War sehr interessant, erstes Mal mit Zelt, übernachten, kochen. War wirklich das, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich freue mich schon auf meine nächste Tour. Bis zum nächsten Video.